Hey ho Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Midnight Club Los Angeles. Ihr seht mich hier schon mitten in den Straßen stehen, weil ich vorher schon zwei Rennen aufgenommen hatte und sie waren einfach sowas von fail und das wollte ich euch dann doch nicht anbieten. Ich frag mich, warum immer das hier so mit so einem Ausrufezeichen. Ach so, das ist dieses. Ja, kann man schon. Soll ich den grünen oder? Ach komm, nehmen wir den grünen. Auch wenn es easy ist, die Mission muss mal zu Ende gemacht werden. Also ich rede hier von der Strandmission. Ach so, ja, warte, zeige ich euch direkt nochmal. Also hier. Diese hier. Noch zwei Rennen muss ich da gewinnen. So, aber Cockpit-Sicht. Ich habe es nicht vergessen. Achso, ja, wollte ich auch mal fragen, Leute, ob ihr das wirklich noch haben wollt. Denn am Cockpit habe ich jetzt nichts so verändert, weil, wie gesagt, ich spare auf einen B-Wagen. Oder? Ja, genau. Auf einen B-Klasse-Wagen und ja, da spart man natürlich Geld an allen Ecken und Enden und außerdem ist diese Cockpit-Sicht hier ziemlich unübersichtlich natürlich. Und ja, auch nochmal der Appell, Leute, stimmt bitte ab. Also bis jetzt steht es halt 4-2-0. Bei Part 40 von Midnight Club LA, was für ein Auto, beziehungsweise Motorrad ich mir als nächstes holen soll. Also bitte Leute, tut mir den Gefallen und tut euch den Gefallen, dass nach eurem Entscheiden gespielt wird. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und ja, der Honda crasht natürlich erstmal. Ja, oh. Das Ziel ist ja direkt super nah. Also wie der gefahren ist, ist fail. Aber das war ja schon mal hier. Naja, ich sag lieber nichts. Also Leute, stimmt mal bitte ab, ne? Denn auch wenn ihr mir schon geschrieben habt, ja, kauft ihr den Skyline 99 oder so, bitte, stimmt nochmal ab, denn nur darauf werde ich reagieren und habe die Übersicht. Und ich meine, bei 140 Abonnenten, da kann man doch jetzt schon mal wieder ein bisschen was erwarten, oder? Also das ist nicht viel zu viel verlangt. Und Leute, wenn ihr einfach sagt, nee, die drei Autos, beziehungsweise das eine Motorrad, das passt mir überhaupt nicht, dann schreibt hin, was ihr wollt. Und vielleicht gibt es dafür ja auch Daumen nach oben. Also, bitte schaut nochmal Part 40 vorbei. Von Let's Play mit Midnight Club Los Angeles. Es wäre mir echt wichtig. Ja, Alter, was ist das hier für eine Strecke, mein Gott. Hier. So, bin aber leider links jetzt schon wieder ein bisschen angepisst. Denn ich habe schon wieder 10 Minuten aufgenommen gehabt. Und es kam einfach nur Garbage raus. Also, okay, vielleicht ist das Rennen doch ein bisschen zu easy. Ich habe halt vorher das Gelbe gewählt gehabt und habe halt 5000 Mal irgendwelche Autos gecrashed. Fand ich dann natürlich auch nicht so toll und ja, ich glaube, ihr wollt nicht sehen, dass ich zweimal Fünfter werde. Ich habe mir schon überlegt, so ein Video zu machen, wo ich so reinstelle, wie ich hier verzweifle bei manchen Spielen. Also bei den zwei. Ja. Also, da gibt es echt manchmal 10. Alter. Oh, Power Pickup gefunden. Ja, das Auto zieht auch auf einmal rüber. Meine Fresse. Ja, also, bei mir ist eigentlich jetzt Schule gelaufen, soweit. Geht schnurstracks auf die Sommerferien zu. Wo ich allerdings lange weg bin. Ja, dazu kommen wir noch irgendwann später. Was ich sagen wollte, dass ihr euch jetzt auf mehr Folgen freuen könnt, hatte ich ja schon mal beim Shift 2 Unleashed-Video angekündigt. Ich habe allerdings immer noch die Befürchtung, dass das nicht alle schauen, ne? Diese Shift 2 Videos. Ich glaube, ich habe wirklich ein paar Abonnenten, die nur Midnight Club LA schauen. Und deswegen sage ich das hier jetzt nochmal. Also Leute, freut euch auf mehr Folgen.
Denn, wie gesagt, Schule ist, ja, da waren wir doch schon vorher auch. Oder gibt es hier zwei Promenaden? Nee, eigentlich nicht. Freut euch auf mehr Folgen. Also wie gesagt, ich versuche eigentlich am Wochenende insgesamt 4 Videos hochzuladen. Also Samstag 2, Sonntag 2. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Und dann halt versuche jetzt halt auch jeden Tag ungefähr eins. Müsst ihr Glück haben, wenn ihr jeden Tag ein Video von mir sehen könnt. Das Land läuft schon richtig gut. Weil wie gesagt, ich muss... Wow, Alter. Bisschen sehr Schräglage. Denn wie gesagt, Leute, ich muss die Sachen erst rendern, noch hochladen. Und ich habe nicht gerade das schnellste Internet. Oh, und deswegen, ja. Also einer Folge pro Tag, das wäre schon echt geil. Also es wäre für euch geil. Denn ich will ja auch noch, es läuft alles hier über meinen Laptop und ich will ja auch noch was zocken, privat. Ja Leute, auch Entschuldigung, dass ich euch jetzt hier mit diesem Rennen hier ein bisschen langweile, denn es ist doch schon ein bisschen sehr einfach. Das Gelbe wäre eher auf meinem Niveau gewesen. Allerdings wollte ich es nicht nochmal versuchen, weil ich vorher so versagt habe. Also Leute, nochmal, kleine Sache. Wenn ihr wollt, dass ich so ein paar Fails reinstelle, so einfach so ein 10 bis 15 Minuten Video, wo ihr mal wirklich seht, wie ich abgekackt bin, schreibt mich einfach an oder schreibt es unter die Kommentare. Ja, wir wollen das. Allerdings würde ich dann, also okay, nein, mir ist es eigentlich wurscht, ob ihr da alle einzeln drunter schreibt, ja, ich will das, oder dass es einer drunter schreibt und ihr macht Daumen nach oben. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich fahre dem Auto vorbei, aber entweder habe ich einen Knick in der Optik oder, naja. Also, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ich so ein Video hochladen soll, weil genug Material habe ich. Denn da gibt es einiges sehr Amüsantes, wo ich auf jeden Fall auch manchmal nicht schuld bin. Also manchmal bin ich wirklich schuld daran, wenn ich irgendwo gegen crashe. Ja, aber manchmal bin ich halt wirklich nicht schuld, weil einfach die Gegner, ja, wie soll ich sagen, sich drehen, zum Beispiel in Need for Speed Shifts Unleashed, da drehen sich die Gegner einfach und ich fahr voll in sie rein. Alter, das war wie knapp. Alter, funny, es sind einfach, da hast du keine Chance, der Gegner dreht sich, du fährst voll in ihn rein. Ja, das war auch wieder ziemlich knapp und hier geht es um die Kurve. So, und dann glaube ich, kommen hier schon die bisschen unbeliebteren Rennen. Obwohl, nein, ich habe noch die Einsatzrennen, ne? Da habe ich gerade eben eine Mission bekommen, bevor ich aufgezeichnet habe. Da könnte man natürlich auch was erledigen. Auf jeden Fall werde ich diese Mission hier gleich abschließen. Und ich muss schon sagen, Leute, wenn euch mal überlegt, ich stehe schon über die 40 Parts und wenn ihr, und wenn ihr im Schnitt sagt, ein Part dauert 9 Minuten. Okay, runden wir mal auf 10 Minuten und das mal 40. Das sind halt 400 Minuten, aber das mal durch 60 teilen. Lasst mich lügen, das sind ungefähr, Gott, ich bin schlecht in Mathe. Ja, gute 7 Stunden auch schon, ne? Nein, egal. Ich lasse es lieber mit Mathe. Sonst sollte ich jetzt haben. Dann machen wir einfach mal zurück zur Spritztour. Und gucken jetzt mal unter den Missionen. Genau, gewinne ein paar Einsatzrennen. Und dann hier den Luxusschlitten wollen wir mal noch kaufen. Genau, denn hier das B-Klasse-Fahrzeug. Team Free Event, das muss ich irgendwann auch nochmal machen. Die Vergeltung natürlich auch. Strandpanorama da. Und die Lieferung halt. Und die Lieferung. Ja. Ja, genau. Und das ist das auch. Dieses unmögliche Video. Unmögliche. Da bin ich bei meinem anderen Account zur Verzweiflung gekommen.
Ja, da drehen wir direkt um, fahren wir den der Bullerei nicht in die Arme. Da tun wir ihnen ihr den Gefallen nicht. Und du sollst hier mal beiseite gehen. Ja, jetzt fahren sie mir doch hier voll rein. Aber egal. Hat sie nicht gesehen, hat sie nicht gesehen. War viel zu schnell. Jo. Wow. Alter, Gegenverkehr zu fahren ist nicht gut. Alter. Geht beiseite. Wow. Wow, Alter. Ja, das war mit diesem Handling unvermeidbar, der Crash eben. Also, wenn ich meine nächste Aufnahmesession mache, in Midnight Double A, da will ich wissen, was für ein Auto ich mir kaufen soll. Weil ich finde es schon, naja, bisschen scheiße, wenn sich 6 von 144 Abonnenten an so einer klitzekleinen Umfrage beteiligen. Es kann doch nicht sein, dass nur 6 Leute wirklich meine... Ja. Dass wirklich auch nur 6 Leute meine Midnight Club LA Videos schauen. Och, noch ein Pickup. Kling! 6 von 60. Ja, wo ich stehen geblieben war, es kann doch auch einfach nicht sein, dass nur 6 Leute meine Midnight Club LA Videos gucken, denn manche Videos haben schon über 200 Aufrufe und ich bin richtig gefahren. Boah, da kommen ja auch wieder direkt 2 Autos entgegen. Und da muss ich hier hochschleppen, da muss ich ja fast anschieben hier. Ja, ist ja gut, das ist doch genau die gleiche Mission. Nein, das ist eine andere. Alter. Ja, die Missionsliste ist jetzt voll, ne?